Heute wieder ein schickes Testvideo von mir. Und zwar geht es um eine Neuheit im Lidl-Discounter 2018 und das ist der Artikel Skyshot, eigentlich Skybombs im Original. Bei Weko für 4,99 bekommt ihr dann ein vierteiliges Bombenrohr bzw. Single-Shot-Sortiment. Farblich natürlich sortiert und dementsprechend auch ja, von den Effekten her unterschiedlich. Habt ihr Gold-Effekt, habt ihr da auf jeden Fall auch mit drin, also ein Brokat-Effekt, ein Blink-Effekt ist mit drin. Aber schaut mal selber. Ist halt ein Bombenrohr und Single Shot, könnt ihr halt mit der Spitze halt irgendwo einen Bohnen rammen oder halt in irgendeiner Flasche nochmal stecken oder so. Auf jeden Fall muss das Ding sicher stehen, sonst kippt das Ding um. Ist halt ein Single Shot und hat keine Wichtung oder so. Deswegen halt die Stechvorrichtung. Ja. Auf jeden Fall, ich finde es ja geil, dass so eine Single Shots mittlerweile in den Discountern vertreten gibt. Ne? Also, das war ja lange Zeit nicht so. Online bekam man sie, aber nicht jeder möchte online bestellen und kann es auch nicht, weil die Patte halt danach nicht hat. Aber jetzt bekommt ihr halt alles. Ihr bekommt die kleinen Flashbangs, die größeren Double Thunder oder Double Flash und jetzt halt auch Sky Shots. Ne? Von Weko. Also es ist dann schon fast alles vertreten. Zwar nicht in jeder Filiale, aber ja, die meisten sollten es eigentlich bekommen. Also viel Spaß mit dem Testvideo.